Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eins vorneweg, rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Neue Woche, neues GTA 5 Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen Cypress Flats und dafür ist ein bisschen Vorarbeit nötig, wie ihr jetzt gerade schon seht. Ich habe hier diesen Zaun eingefahren etwas. Diese Fässer müssen jetzt noch weg. Dann müssen wir die jetzt gleich nochmal wegfahren. Und schaut euch das Video genau an, wie ich fahre. Fahrt wieder ganz genauso wie ich. Dann schafft ihr das auch. Die Barty ist natürlich ungetuned. Ich besitze nur eine ungetunte. Ich habe keine. Also wenn ihr mich auf der Barty seht, ist diese immer ungetuned. So. Dann schnell mal hier hin. Schauen wir uns mal die Karte an. Und hier unten habe ich mir jetzt die Abkürzung erspart einzuzeichnen. Und hier unten haben wir den eigentlichen Fahrweg. Also hier oben, nicht hier unten. Und da solltet ihr dann auch genau gucken, wie ich fahre. Ich bin da ein bisschen zu früh, man könnte ein bisschen später hochfahren, aber das seht ihr alles gleich. So, dann starten wir mal. So, wir fahren wie gesagt hier hinten durch, wo wir den Zaun zerstört haben. Und hier schön gleich im Wheelie loslegen. Ja, hier hatte ich ein bisschen einen kleinen Fahrfehler mit drin. Und hier geht es dann gleich auf die Straße. So, und da müsst ihr ein bisschen achten. Ich habe es beim dritten oder vierten Versuch erst geschafft, weil ich einen Unfall gemacht habe. Einmal bin ich gegen Laterne gefahren und die anderen Male gegen Autos. War halt meine eigene Unfähigkeit. So. Und hier auch schön im Wheelie. Ihr müsst generell viel, viel im Wheelie fahren. Wenn ihr wenig oder gar nicht Wheelie fahrt, also dann habe ich schon Zweifel daran, dass ihr das schafft mit der Barty. Wenn ihr es komfortabel wieder haben wollt und leicht das Rennen schaffen wollt, dann fahrt mit der Kutsche Drack oder mit irgendwas anderem. Keine Ahnung, es geht bestimmt auch mit einem Auto oder so. Ich weiß nicht, ich fahre mal am liebsten mit dem Motorrad. So, hier ist im Prinzip immer noch der übliche Streckenverlauf. Es gibt auch noch Möglichkeiten. Man könnte jetzt so auch gleich in den Gegenverkehr fahren, da spart man noch mal ein bisschen Fahrtweg, aber ja, so hat er bei mir auch ohne geklappt. Deswegen hielt ich das nicht für nötig und Gegenverkehr ist für mich immer, ja, zu, was heißt, man hatte mal ein bisschen Risiko mit drin, dass man irgendwo in eine Karre reinfährt und ja, wenn man ein guter Fahrer ist, dann fährt man natürlich nirgendwo rein, aber. So, hier geht die Strecke jetzt natürlich weiter. Jetzt ziehen wir jetzt ja voll durch, wie gesagt, links hätte man noch die linke Spur wechseln können, also im Gegenverkehr, aber habe ich nicht für nötig gehalten, ging auch ohne. So, im Prinzip ist hier wieder, wie gesagt, immer nicht viel zu beachten. Immer schön Wheelie fahren. Wheelie, 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 Wheelie ohne Ende. Genau. So, hier ist jetzt die Strecke, wo uns natürlich vorher gegeben wird, abzubiegen, was natürlich völliger Quark ist. Das bringt uns nichts. Wir fahren hier weiter. Man kann jetzt natürlich auch noch auf die Schienen und sowas fahren, aber auf, bin jetzt nicht so der Fan von. Das ist. Muss man nicht. So, und hier fahre ich jetzt gleich hoch. Müsst ihr mal gucken. So, hier hoch. Das war ein Ticken zu früh. Man hätte noch so, da vor den grünen Baum hätte man, den ihr links seht, hochfahren sollen. Dann wäre das chilliger. Hier hätte ich noch Haufen Zeit verloren. Das war wirklich knapp, dass ich es überhaupt geschafft habe, dadurch, durch diesen Fahrfehler. Aber es ging ja, wie ihr seht, trotzdem mit 26888, also ganz knapp. 2720 war gefordert, also da 300stel, die ich unterboten habe. Aber was soll's, ich meine, beim dritten oder vierten Versuch, 102.000 gab es, glaube ich. Ja, in der Summe waren 6-7 Minuten inklusive den Unfällen, die ich gehabt hatte. Also mit den Versuchen war alles tipptopp. Ja, also hier sieht man das nochmal, von unten würde man normalerweise kommen. Ihr seht es, da sind die Bäume und da fahrt ihr dann da vor die Bäume oder hinter oder mankt die Bäume durch, müsst ihr mal selber testen. Und dann würde man da oben ganz chillig ankommen, wie man das so sieht und ja. Also versucht, schreibt runter, ob es bei euch geklappt hat und wie schnell ihr wart und Anregungen und Kritiken, wie immer, nicht? Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis später.